Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge von Fallout. Mit mir, dem Regie. Die 27. Folge. 27. So. Wir suchen nach einer Brücke. Und diese Brücke befindet sich dort. Oder auch nicht. Mensch, gibt's ja denn. Ach, ist das ein Bullshit, ey. Unten steht einer. Das nenne ich mal einen glatten Schuss. Skinny Malone, aha, den kennen wir doch. Du, ich ging zu Boden, als du aufgetaucht bist. Okay. Was ist denn da unterwegs? Kampfhund. So, also hier kommen wir auch nicht rüber. Da vorne. Ach, das gibt's ja nicht. Ach Gott, Scheiß-Stechflügler. Nicht getroffen, super. Ha! Ups! Noch mehr, willst du mich verarschen? Ich hab mal gerade einen, wir haben noch ein Level up. Tun wir mal hier rein. Bereitschaft aufgehoben. Ah, diese Brücke sieht ausnahmsweise mal vollständig aus. Da können wir auch drüber gehen. Sehr gut. Das ist doch dann noch die Brücke, die. Man überquert, wo man Kellogg sucht, oder? Ja. Oder nee, nee, das ist er nicht. Was ist das für eins Brücke? Das ist eins komische Brücke. Oh. Ja, ist gut. Wie viele Red X habe ich denn eigentlich dabei? Wir gehen ja die Folge in die Glowing Sea. 43. Sehr gut. Das heißt, wir können insgesamt 4300 Strahlung widerstehen. Nicht so ein Scheißbär.
da hinten radioaktiv. Hey, was ist da los? Hafenarbeiter-Outfit. Ich ahne Böses, wenn ich sehe, was da liegt. Verpiss dich, du Scheißviech! Halt, Dance! Was läuft denn weg? Läuft der eiskalt weg? Brainfunk, oh, hier ist viel Brainfunkes. Oh, ja. Gut, hab ich bloß verhört. Jetzt dachte ich schon, dass der irgendwas ganz großes Stampf gemacht hat. Das wäre nicht so geil gewesen. Verein der Elektrobastler. Zement. Ach, come on. Cool. Gehen wir doch mal in den Keller von dem guten Haus. Vom Verein der Elektrobastler. Au! Du fucking Raketenwerfer, ich glaube, ich bin aufpassen, ich will nicht in irgendeine Falle. Der ist an. Das ist hundertprozentig noch nicht alles hier. Vielleicht bist du vor langer Zeit auf was gekommen und ich erfahre es erst jetzt. Es war nicht fair, Coral. Gäbe es nicht das Kind,
Ja, na klar, Kleiner. Ich hab auch Hunger und hier gibt es nichts für uns. Gehen wir. Was zum Teufel ist los mit dir? Du kannst nicht einfach so verschwinden. Mir egal, hinter wie vielen Fallen du dich auch versteckst, Coral. Wir sind noch da. Er ist dein Kind, nicht meins. Also reiß dich zusammen und komm zu uns, wenn du mit dem Mist hier fertig bist. Coral, ich bin's. Ich weiß, dass du da bist, also mach auf. Die Jungs haben dich gestern gesehen. Also, die warten nicht, ich warte nicht. Wir verschwinden am Morgen. Also hör auf, den Einsiedler zu spielen und sei bei Sonnenaufgang bereit. Filzhut nehmen wir doch mit. Gehen wir wieder nach oben. Okay. Dann gehen wir doch weiter. Ein Vertibird. Unterstützung der stählernen Bruderschaft. Was ist hier los? Robotics Pioneer Park, kein noch mal Vertibird. Cool. Hast du gerade eine runtergefallen, oder? Shit! Ad Victoriam! Wo ist denn jetzt der Mutant hin? Ah.
eine ziemliche Unordnung. Ich frag mich, seit wann? So, dann suchen wir hier noch nach der Kiste. Gibt's bestimmt irgendwo Loot. Es gibt ein Safe. Sehr gut. Gibt sich zufällig so eine Power Armor Station rein zufällig? Ist hier keine. Aber hier hat's doch vorhin Enzer. Genau, den hat's zerbröselt. Wir sind aber jetzt gleich endlich bei der Farm angekommen. Hat lang genug gedauert. Was machst du hier? Die Bruderschaft braucht deine Hilfe, um das Commonwealth zu schützen. Spende einen Teil deiner Ernte für die Bruderschaft. Wir werden es dir nicht vergessen. Wir wollen keinen Ärger. Ihr bekommt unsere Spende. Hättest, ich würde gern etwas loswerden. Yo, what up? Natürlich. Was hast du auf dem Herzen? Danke. Das ist kein förmliches Treffen, nur ein offenes Gespräch. Wir beide hatten wohl keinen guten Start und ich finde, dass ich mich entschuldigen sollte. Von dir zu erwarten, die Standards der Bruderschaft anzunehmen, ohne uns zu kennen, war unfair. Und da du unsere Überzeugungen so gut verinnerlicht hast, war die harte Vorgehensweise fehl am Platz. Das ist sehr nett, danke. Tja, du verdienst es. Mein Pater als Anwärter war Paladin Creek, der härteste Truppführer, unter dem ich je gedient habe. Er war ein Vorbild und verkörperte die Werte, nach denen jeder Anwärter strebte. Absolut loyal, gefestigt in seinem Glauben und unglaublich tapfer. In seinem Trupp wurde ich von Beginn an anders behandelt, als ob er mich härter als den Rest des Teams rannehmen würde. Ich kämpfte lange an seiner Seite und es gab wirklich brenzlige Situationen. Aber er gab mir nie eine Erklärung für meine Behandlung. Klingt, als hätte er dich motivieren wollen. Falls ja, hatte ich nie die Gelegenheit, ihn zu fragen. Nach meiner Beförderung zum Paladin bekam ich einen eigenen Trupp und erfuhr, dass Creek auf der Adams Air Force Base umgekommen war. Das war wie ein Schlag in die Magengrube. Ich hatte schon vorher Brüder und Schwestern verloren, aber sein Tod nahm ich wirklich mit. Ich habe es erst spät erkannt, aber Creek war aus dem gleichen Grund mir gegenüber hart, aus dem ich dir gegenüber hart bin. Ich glaube an dich und will nicht, dass dein Potenzial vergeudet wird. Dein Vertrauen in mich schmeichelt mir. Dieses Vertrauen hast du dir selbst erarbeitet. Ich habe gesagt, was ich zu sagen hatte und hoffe, es bedeutet dir etwas. Ich hoffe, du behältst das für dich. Einige Informationen waren persönlich und, tja, das sollen sie auch bleiben. So. Glowing Sea, ich komme. Oder wir... Ich glaube, die Volta meiden wir mal lieber. Ich sehe Gefahr.
Das wäre, denke ich, nicht so angenehm. Vor allem, weil jetzt wieder die Beine unserer Rüstung kaputt sind, ne? Also hier geht's los, der Anfang der Glowing Sea. Hinten leuchtet's grün. Rand des leuchtenden Meeres. Okay. Nee, haben wir noch nicht. Das heißt, Favorit legen wir auf die 5. Hä? Ja, okay, geht. Ich habe jetzt doch normalerweise... Ja, genau. Strahlung widerstehen plus 100. Und ich brauche auch einen Shortcut für die Red Away. Auf 4. Ich weiß nicht, ob es weise gewesen wäre, einen Strahlenschutzanzug anzuziehen. Das dürfte man so auch hinkriegen, das passt schon. Hier war mal eine Straße. Die erste Todeskralle. Alles kaputt, ne? Geänderte Fabrik. Wie kommt Paladin Dance? Schauen wir doch mal weiter, was es hier so gibt.
Items. Also fast überladen, ey. Hier gibt es einen Weg, der nur auf ihre Entdeckung wartet. Dieses Brummen gefällt mir nicht. Ich hab nichts wirklich mehr. Das heißt, es ist ein Sturm. Oh, das, jetzt habe ich eine Zahnbürste sogar noch mitgenommen. Das könnte eventuell ganz, ganz böse ausgehen. Arschviech! Ich sollte, glaube ich, doch eher Ding ausrüsten hier. Das Kampfflintenteil. Ach was. Okay. Gleich nach dem Kampf werden sie was geben. Dance, komm her. Hey. Bereit. Ach Gott, ey. Wie viel 61 und rechtmäßige Herrschaft macht 36. Okay. Das heißt, da trinke ich mal schnell was hier, ne? Alles wieder dran. Scheiße, jetzt hätte ich gleich noch meine Rüstung anschauen können. Also ich habe ein bisschen... versteift und abgedunkelt genauso gut. Das heißt, die lassen wir hier. Das ist halt genau dasselbe. So, der Harnisch bringt mir 17. Der bringt mir aber auch 17. Der gibt mir noch 2 AP. Der rechte, ne, der linke Arm.
Also, ich glaube, es ist besser, wenn man hier eher so eine Tasche dran klatscht, Schwester. Wie viel ist mein Tragvolumen? Momentan nur 275. Was ist denn das? Hey, brauchst du was? Ein kluger Soldat ist immer vorbereitet. Das heißt, wir sollten im Dance auch noch so eine Ding geben, eine Kampfrüstung. Welche Waffe? Aufgepasst. In Ordnung. Geben wir eben wieder rechtmäßige Herrschaft. Gut. Sehr gut. Was kriegen wir denn? Ach ja. War das hier nicht bei Intelligenz dabei? Hier. So, doch nochmal hier hin. In der Rüstung irgendwas machen können. Nice.
fehlt Kleber. Habe ich noch hier beim Schrottkleber. K für Kleber. Nach was hat man das erst noch wert? Gewicht? Okay. Das gibt. Ich muss einfach schauen, was alles hier Kleber gibt. Oh, ballistische Faser. Ja. Nur eins, was Kleber gibt, das ist super geil. Was schaue ich eigentlich nach? Natürlich, das wird mir ja angezeigt. Hallo, Sir. Gut. Weiter geht's. Ist nix. Hab's schon gedacht. Klebeband. Wir nähern uns dem Krater. Nächste Todeskralle. Sind wir gleich im Krater? Einschlagskrater der Atombombe, die Boston zerstört hat. Krasser Scheiß.
dich Atums geheiligten Boden. Aus welchem Grund? Rede, oder du wirst in seinem Antlitz gespalten. Ich bin hier, weil ich eure Hilfe brauche. Suchst du Spaltung? Bist du gekommen, um mit Atom zu verschmelzen, um in seiner unendlichen Größe gespalten zu werden? Oder willst du seinen Anhängern schaden? Ich suche nach jemandem namens Virgil. Virgil? Ja, wir kennen diesen Virgil. Ja, toll. Hast du einen Moment Zeit für mich? Was kann ich für dich tun, Kind? Ich suche nach jemandem Namen. Ja, ich kenne ihn. Und was willst du von ihm? Ich brauche nur ein paar Informationen von ihm. Verstehe. Um ehrlich zu sein, gab es um diesen Virgil bereits Diskussionen. Einige glauben, dass seine Anwesenheit ein Affront gegenüber Atom ist. Er kam zwar einige Male zum Handeln zu uns, aber wir haben sonst kaum Kontakt zu ihm gehabt. Es ist offensichtlich, dass er seine Ruhe möchte. Du findest ihn südwestlich des Kraters in einer Höhle. Du solltest dich vorsichtig nähern. Ich glaube nicht, dass er über Besucher sonderlich erfreut sein wird. Gut, dann verlassen wir hier die Verrückten und gehen weiter. In diese Richtung. Hier untergegangen. Eine Fabrik. Wir sind bald bei der Höhle angekommen, wo sich ein gewisser Virgil versteckt. Und da wartet schon eine Todeskralle auf uns. Wir sind angekommen. Ist doch gar nicht so schwer. Halt, ganz langsam. Keine plötzlichen Bewegungen. Du bist vom Institut. Also, wo ist Kellogg? Na? Will sich wohl an mich ranschleichen, während du mich ablenkst? Keine Chance. Ich bin nicht dumm. Mir war klar, dass sie ihn schicken würden. Ja, ja. Entspann dich. Kellogg ist tot. Ist tot? Lüg mich nicht an. Ich lüge nicht. Ich habe ihn eigenhändig getötet. Hast du... Kellogg war gnadenlos. Das Institut hat ihn nicht ohne Grund so viele Jahre die schmutzigen Jobs erledigen lassen. Ich wusste, dass sie ihn schicken würden. Wo
wollte vorbereitet sein. Aber ich wusste trotzdem nicht, ob ich das packe. Also hast du... Du hast ihn getötet, was? Was willst du nun von mir? Ich weiß, dass du ein Teil davon warst und geflohen bist. Dann sollte dich Kellogg töten. Woher zur Hölle weißt du das denn? Nein, das spielt keine Rolle. Ich gehe nicht zurück. Kann nicht zurück. Schau mich nur an. Was machst du hier überhaupt? Was willst du? Brauche alle Informationen. Alles, was mir helfen kann, in das Institut zu kommen. Entschuldige, wie bitte? Du willst ins Institut? Bist du bescheuert? Abgesehen davon, dass es unmöglich ist. Selbst wenn du es schaffst, würdest du so gut wie sicher auf der Stelle draufgehen. Aus welchem Grund solltest du bitte ein solches Risiko eingehen? Ich suche nach meinem Sohn. Das Institut hat ihn entführt. Oh. Oh nein. Ich hatte ja keine Ahnung. Tut mir leid. Ja, das Institut hat früher schon Leute aus dem Commonwealth entführt. Wenn es auch deinen Sohn erwischt hat, dann verstehe ich, warum du dorthin willst. Ich kann dich da reinbringen, aber nicht ohne Gegenleistung. Du hilfst mir, ich helfe dir. In Ordnung. Wenn ich dir helfe, musst du etwas für mich tun. Vor meiner Flucht arbeitete ich an einem Serum, das diese Mutation rückgängig macht. Es könnte mich wieder normal machen, verstehst du? Hol es bitte für mich aus meinem alten Büro, wenn du es da reinschaffst. Ich würde sagen, das ist eine angemessene Gegenleistung. In Ordnung. Dann lass uns über die Details reden. Fangen wir von vorne an. Weißt du, wie Sünds das Institut betreten und verlassen? Ja, die verwenden so einen Teleporter. Sieh an. Von dem wissen nicht viele, das ist ziemlich geheim. Du hast deine Hausaufgaben gemacht. Er wird gemeinhin als Molekulartransmitter bezeichnet. Ich verstehe nicht wirklich, wie er funktioniert, aber er tut es. Entmaterialisiert dich an einem Ort und materialisiert dich an einem anderen. Hört sich verrückt an, ist aber wahr. Der Transmitter ist der einzige Ein- und Ausgang des Instituts. Verstehst du? Der einzige. Und das heißt, dass du ihn verwenden musst. Also, hast du je einen Institutsrunner gesehen? Ein Runner nicht? Nein, nie von sowas gehört. Noch ein Geheimnis des Instituts. Glaub mir, es ist gut, dass du das nicht auf die harte Tour herausgefunden hast. Runner sind Sünds des Instituts, die nur einen Zweck haben. Sie sind Jäger. Wenn ein Einsatz in die Hose geht oder ein Sünd vermisst wird, dann schicken sie einen Runner. Sie sind sehr gut darin, was sie tun. Und du musst einen von ihnen erledigen. Sehr gut. Dann mal los. Sag mir einfach, wohin ich gehen muss. Nun, Enthusiasmus ist immerhin ein Anfang. Jeder Runner verfügt über besondere Hardware, die direkt mit dem Transmitter des Instituts verbunden ist. Du brauchst diesen Chip in ihrem Kopf. Aber dafür brauchst du erst einen Runner. Ich weiß allerdings nicht genau, wo man einen findet. Sie haben mir keinen auf den Hals gehetzt. Und hier herumzusitzen ist wohl auch keine Lösung. Du musst Jagd auf einen machen. Ich kann dir sagen, wo du am besten anfängst. Und dir auch helfen. Aber die Drecksarbeit musst du selber erledigen. Gut. Dann mal ran ans Werk. In Ordnung. Der primäre Einstiegspunkt der Runner sind die CIT-Ruinen, direkt über dem Institut. Dorthin solltest du gehen. Der Transmitter erzeugt recht heftige Interferenzen im gesamten EM-Spektrum. Dein Pip-Boy hat ein Radio, nicht wahr? Stelle es in den Ruinen auf den unteren Frequenzbereich ein und du wirst die Interferenzen hören. Folge dem Signal bis zu einem Runner. Dann musst du nur noch nicht draufgehen. Ich sage es dir ganz offen. Deine Chancen stehen schlecht. Aber wenn du es schaffst, denk an das Serum. Ich brauche es dringend. Ich
Ich hoffe wirklich, dass du findest, wonach du suchst. Okay. Dann hätten wir es schon mal geschafft. Nächste Aufgabe, Runner aufspüren und töten. Aber davor... erstmal zur Brütwen. So, Vorräte aufstocken. Damit meine ich Fusionskerne. Technische Dokumente abgeben. Mission holen. Etc. pp. Achtung an sämtliches Personal. Bitte denken Sie an Ihre Brüder und Schwestern unter Ihnen. Ah, Ritter. Hast du vielleicht technische Dokumente? Verstauen Sie auf dem Flugdeck sämtliche Ausrüstung. Ich habe technische Dokumente vergessen. Ah, gut. Hier sind die... Denk dran, dass ich durchsuche jedes... Entschuldigung, Proctor Quinlan? Ah, Ritter. Hast du vielleicht technische... Ich werde wohl noch eine... Gut, gut. Triff den Gelehrten auf die... Wenn sie gefunden... Gut, dann machen wir jetzt ein bisschen mit Bruderschaftsquest weiter. Ist es zu fassen, dass sie uns Menschen... Das kommen wir auf, ist ein gefährlicher Ort. Nimm dir genug Ausrüstung mit, bevor du aufbrichst. Da bist du ja. Ich hoffe, es ist alles problemlos verlaufen. Ja. Ja, die Lebensmittel sind nach der Ernte verfügbar. Solche Aufträge erledigst du mit links, was? Deine Bezahlung, wie besprochen. Lass es mich wissen, wenn du wieder Lust hast, da runterzugehen. Diese Farmer wissen gar nicht, wie gut sie es haben. Sie müssen ihr Leben nicht für das Allgemeinwohl aufs Spiel setzen. Lass mal sehen. Alle meine Waffen. Fusionskehren. Entschuldigung, Proctor Teagan. Was führt dich heute zu mir? Ich melde mich zum Dienst. Du kommst gerade richtig. Eine weitere Farm wartet darauf, von dir besucht zu werden. Okay. Bin dabei. Gut. Ich markiere die Farm auf der Karte. Denk dran, garantierte Kooperation. Haben wir da nicht krass? So. Jetzt hin? Doch, tatsächlich. Wieder nach Somerville Place. Ich dachte, da waren wir doch gerade. So, wir müssen nach unten, um den Gelehrten aufzusammeln.
Dinger füllen sie aber nicht wieder auf, gell? Nee, war klar. Sei gegrüßt, Ritter. Wir werden... Sergeant Gavel? Wenn du Vorräte brauchst, solltest du dich bei Proctor Teagan auf der Pritwin melden. Kann ich mir da jetzt was klauen, oder? Tatsache. Sehr geil. Kleber! Du Kerl. Ah, hier stehen die ganzen Teile hier, die... Die, Sprengköppe. Bereit? Legen wir los. Ja, Sir. Das ist das Gebiet. Du übernimmst die Führung. GNN. Was so viel übersetzt heißt wie wieder gegen Gunner. Verzweifelt. Ich glaube, hier drin ist nichts mehr. Da komme ich wieder nach da, wo ich vorhin war. So. So, hier oben ist diesen Ding passt, den wir selber müssen. Da müssen wir den Ding bergen. Ach so, wir müssen gleich in die Höhle des Löwen. Ja, das ist ja toll. Okay. Das heißt, wir gehen vom Sommerwild-Ding gleich aus zu Gunners Plaza. Wir killen da alle Gunner. Sammeln ein bisschen Muni ein. Warum habe ich den Eindruck, dass ich nicht hören will, was du zu sagen hast? Die Bruderschaft braucht deine Hilfe, um das Commonwealth zu schützen. Spende einen Teil deiner Ernte für die Bruderschaft. Wir werden es dir nicht vergessen. Klingt nicht, als hätten wir eine große Wahl. Wir leisten unseren Beitrag. Die kontrolliert jetzt diesen Ort nochmal. So, und jetzt zu Gunners Plaza. Oh nein. Komm. Stimmt, ein Gleisgewehr haben wir auch noch nicht. Mal schauen, ob wir da eins finden. Paladin Dance. Schrotflinte, ich brauch andere Waffe. Neue Granate. Scheiße.
Oh. Nicht gut. Habe ich jetzt halt eigentlich Kampfrüstung? Ich glaube, ich habe an allen Ecken und Kanten Kampfrüstung. Kommt jetzt auf der Supermutant her. Hier war eindeutig einer mit dem Fatman. Durchschlagen! Weiter Feuer! Ich glaub, ich hab... Ja, Fatman gefunden. Paladin Dance? Paladin Dance? Aufgepasst! Du zeigst wohin, ich schieß. So, dann klären wir mal Gandas Plaza. Ich schütze und diene. Ich frage mich, warum ich die Protectors immer noch nicht hacken kann. Der hat sich ehrlich auf eine Mine getreten, oder?
ich eigentlich nicht mitnehmen, aber okay. Meinetwegen. Nach technischen Dokumenten. Gut. Nichts gefunden. Ah, schon wieder Musik, nein! Sehr schlecht. Cool. Der Kerl echt verreckt. Und jetzt los. Was habe ich noch an Granaten? Das schaut schon besser aus. Okay, Mission gescheitert, der Kerl ist gestorben. Park. Paladin Dance. Aufgepasst. Schieß los. Ich hab Waffen. Ups. Aufgepasst. Warte auf.
Oh Gott, was habe ich getan? Dein Befehl. Ups. Das heißt, wir haben den Platz jetzt vollkommen umsonst geklärt. Wow. Geh mal wieder raus. Weiter mit den Bruderschaftsquests. Hier hin. Jetzt einmal hier hoch. Dun 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 dun. Phew. Welche Richtung? Nach unten. Was höre ich dir da? What the fuck? Come on. Na komm. Na komm. Jawohl. Das wär's. Da ist eine Gideon Buttercup. Ich werd's euch nicht leicht machen. Du richtig. Hallo, da wir sein. Achtung, sie sind unsichtbar. Was? Die sind unsichtbar? Was war das? Wo du hin, hm? Ich dich. Ich höre Zeug, das gar nicht da sein. Gib Entwarnung. Getroffen!
Verdammt, Nate, wo bist du? Nach der Besprechung heute brauchen wir schon ein Wunder, um den Scythe-Auftrag noch zu retten. Und du nimmst dir einen Abend frei? Ich wollte den alten Mann da raushalten, aber was sollte ich machen? Er hat mich vor dem Vorstand herausgefordert. Ich musste ihn machen. Wie siehst du das, Nate? Stehst du hinter mir oder hinter ihm? Ich will, dass du Montag um 9 bei mir im Büro bist. Wir können über den Auftrag sprechen oder über deine Kündigung. Ist deine Entscheidung. Frage, wie kommt man hier weiter nach oben? Ne? Weil oben ist das Ziel, glaube ich. Aha. Hat mir nichts gebracht, aber aha. Du kämpfen, Feigling. Aufzug geht auch nicht mehr, ist auch im Arsch. Sikiria Buttercups. Das Paladin Dance. Hier liegt ziemlich viel Müll. Direkt über mir. Wahrscheinlich. Ich muss ja fast jetzt noch irgendwie irgendwo nach oben gehen. Zieh runter. Wie geht's da rein? Den kann ich nicht hacken. Ja, dafür habe ich nicht. Okay. Wenn man hinten rum geht, kommt mal woraus. Kommt mir hier raus. Irgendwie muss man noch da hochkommen, weil hier da oben sind ja welche. Ich hab was gehört. Hier. Das schaut doch schon mal gut aus. Ich könnte schwören, was gehört zu haben. Hast du auch Paladin Dance? Lol, Kino. Schlagen zu wie Red Kakerlake. Blöder kleiner Mann. Dafür du bezahlst. Ach, jetzt haben wir endlich eine Waffe, die 556 Muni braucht. Ja, da
Das ist widerlich. Gehen wir weiter. Gut, das haben wir dann auch mal geschafft. So, gut, weiter geht's dann in der nächsten Folge Fallout. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Kritik wie immer in die Kommentare. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ansonsten bis zum nächsten Mal.